Hallo Freunde, ich möchte euch heute die Partie zeigen von mir gegen Sapa Batyrov vom Süder Sommerpokal aus dem Jahre 2000. Und zwar hatte ich ja bei der Partie gegen Anageljew schon erzählt, dass es in diesem Turnier gut lief. Ja? Und das war eben eine Partie davon. Und die gucken wir uns jetzt an. Los geht's. So, ich hatte die weißen Steine. Und es kam ein D4 aufs Brett, wie immer, diesmal wieder C4, ja nicht so was außergewöhnliches wie G3 und so ein Quatsch. Jetzt mal so richtig vorschriftsmäßig nach Theorie spielen. Okay, Springer F3, ne? Dieses nimmt zu indisch, habe ich damals eher vermieden. Und ja, jetzt kam Bogo indisch aufs Brett. Okay, und hier kann man ja Läufer D2 und Springer BD2 spielen. Ich habe hier mal so eine Phase gehabt, das weiß ich noch, wo ich Springer BD2 probiert habe. Jetzt will man halt mit A3 das Läuferpaar gewinnen und dann mal gucken, ob man mit dem Läuferpaar irgendwas machen kann. Kleine Zusatzinfo noch. Ich weiß, dass mein Gegner zur Partie bereits Großmeister war, aber mit 2466 natürlich dann vielleicht auch schon den Zenit überschritten hatte, obwohl er noch gar nicht so alt war, ja, in dem Sinne. Aber gut, das nur so als Randinfo. A5, okay, den kannte ich zum Beispiel damals schon nicht und heute auch nicht. Und ja, damit bin ich komplett raus. Ich habe natürlich trotzdem A3 gespielt, weil es ja so der Sinn war. Ja, ich muss ja auch hier irgendwie gucken, dass ich diese Festung aufhebe, damit ich mit meinem Bauern mal wieder vorwärts komme. Und er schlägt hier auf D2. Und aus heutiger Sicht würde ich tatsächlich gar nicht mehr, ja, die ganze Variante gar nicht mehr spielen. Ich habe hier mit dem Läufer geschlagen und mein Gegner hat hier B7, B6 gespielt. Und der Grund, warum ich diese Variante heute nicht mehr spielen würde, ist, dass mein Gegner natürlich rein theoretisch hier mit A5, A4 bereits ja, mein Damenflügel hier festnageln könnte. Und, na klar, Läuferpaar hin und her, aber es ist eine geschlossene Stellung. Da ist das auch nicht so viel wert. Also jetzt nicht übertreiben, ne? Aber hier diese Festung des Damenflügels gefällt mir einfach überhaupt nicht. Deswegen, aus heutiger Sicht bin ich da nicht so ganz glücklich drüber, aber gut, es kam B7, B6. Und jetzt dachte ich mir, okay, Bauern vorziehen geht nicht, E3 macht auch keinen Sinn, sperre ich meinen Läufer ein, also den erstmal rausziehen. Okay, mit der Idee E3. Läufer B7 und jetzt E2, E3. Und mein Gegner hätte hier immer noch jederzeit A5, A4 spielen können, aber ich dachte mir, nee, ich mache jetzt hier nicht irgendwie B3 oder so. Nicht, dass er hier rausnimmt, dann ist meine Bauernstruktur hier irgendwie. Wie gesagt, ich kannte mich mit Bauernstrukturen damals ja noch nicht so richtig wirklich aus. Und dachte mir, mache ich erstmal die normalen klassischen, ja, Damengambit-Aufbau hier mit Läufer raus und dann E3 und dann gucken. Und nachdem mein Gegner hier rochiert hatte, war ich schon so ein bisschen froh, denn ich dachte mir, vielleicht kann ich jetzt die Gelegenheit nutzen für B2, B3, um dieses A5, A4 eben zu verhindern. Und hier weiß ich noch, war ich, naja, war ich schon mal so ein bisschen erleichtert zumindest. Mein Gegner spielt D5 und den fand ich sehr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise baut man sich ja hier dann eher so mit D6 und dann E5 auf. Ja, so kenne ich es zumindest, weil wenn man seinen schwarzfälligen Läufer los ist und nur noch den weißen Läufer hat, dann stellt man die auf schwarze Felder. Aber, und das vielleicht einer der Gründe, warum er es vielleicht nicht gemacht hat, wenn er jetzt hier so spielt und ich spiele D5, jetzt ist dieser Läufer natürlich hier eingesperrt. Wenn er den ganzen Plan ohne B6, also sofort mit D6, Springer D7, dass dieser Läufer noch hier auf C8 gestanden hätte und ohne diese Schwächung und so, dann wäre es okay, dann würde der Läufer hier problemlos irgendwann rauskommen. Man hätte sich das Feld C5 dann für seine Figuren, das liebe ich ja auch mit Schwarz, ja, dieses Feld ist ein super Feld für den Springer. Ja, also, aber hier ist der Läufer, ne, das kostet wieder Zeit und vielleicht ist das noch wieder ein Grund, warum er es so jetzt nicht gespielt hat. Ich glaube, ist einfach eine nach wie vor eine geschlossene Stellung. Und das Läuferpaar selber ist hier auch nicht viel wert. Und wahrscheinlich hat man die Zeit dann auch im Zweifelsfall wieder zurück zu manövrieren. Andererseits, wenn man natürlich jetzt hier so ein bisschen Zeit verliert und wieder den Läufer aktiviert,
Vielleicht komme ich jetzt auch mal dazu, B4 zu spielen, dem Springer das Feld wegzunehmen, ja, und irgendwie am Damenflügel vielleicht auch mal irgendwie, also ich spiele natürlich erst noch E4 und deck den noch, ja, und so weiter. Und da ich dann irgendwann auf C5 spiele und hier am Damenflügel ein bisschen spielen kann, bevor er hier diese typischen klassischen Bauernstruktur vorgegebenen Hebel mit F5 dann anvisiert. Aber das wäre nur so aus meiner heutigen Sicht wahrscheinlich so, wie ich es wahrscheinlich spielen würde. Okay, mein Gegner hat aber D5 gespielt. Jetzt sind wir ja mehr so im Damengambit. Ne? Und ja, ich fand's merkwürdig, aber jetzt überhaupt nicht schlecht oder so, ne? Nur ungewohnt. Ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, mit Läufer E2 die Rochade vorzubereiten und zu sagen, weißt du was, ich lasse mich hier nicht auf irgendwelche Feinheiten ein, weil ich weiß es ja auch nicht besser. Entwickeln, rochieren, Türme verbinden und dann gucken, ne? Wenn der Gegner besser ist, dann ist er besser. Aber ich wollte mich nicht hier auf super komplizierte Sachen einlassen. Heute würde ich mir zumindest mal überlegen, ob ich hier nicht diesen Läufer wieder abgebe. Ja, Läuferpaar gebe ich ab. Aber die Idee ist eben, diesen Läufer hier vielleicht einzusperren. Ja? Wobei einsperren auch falsches Wort ist. Ne? Aber der Springer wird ja vielleicht über F6 irgendwann auf E4 landen. Der hat ja Einfluss auf E4. Aber weil eben die C-Linie offen ist und der C-Bauer rückständig ist und ich da vielleicht auch schnell und na, sehr schnell Druck drauf bekommen könnte, nur immer als Beispiel, ja? Und ja, und jetzt vielleicht noch mal B4, noch mal den hier. Oder dann spielen wir halt am Damenflügel, ne? Und der Läufer erscheint mir jetzt nicht so der Held zu sein. Ist natürlich jetzt auch nicht, dass der die Partie sofort verliert und das weiß hier gut steht. Ja, vielleicht hätte ich den anderen Turm nehmen sollen, ja, damit. Ah, oh, ich muss den schützen, ja. Vielleicht muss die Dame hier hin. Okay, war jetzt nur so vom groben Grundgedanken, ne? Ich darf natürlich den Bauern nicht einstellen. Vielleicht muss ich nach dem. Ah, der hängt schon. Ja, ihr seht, Strategie ist gut und dann kommt die Taktik wieder, ja, dass irgendwo Tempo gewinne und so weiter. Ah, aber so von der Struktur her, dass ich meinen Läuferpaar abgebe, diesen Bauern wieder kreiere, um hier auf der Ziellinie zu spielen. Ja, das wäre vielleicht noch ein Gedanke, wo ich mir heute etwas mehr Gedanken drüber machen würde. Ich habe hier in der Partie Läufer E2 gespielt, nach Springer BD7 einfach rochiert, okay. Und nach H6 dachte ich mir, oh, wenn ich jetzt zurückgehe, kommt vielleicht G5 und Springer E4. Und was mache ich mit meinem Läufer hier? Ich habe den einfach weggetauscht. Ja? Ich habe da, wie gesagt, die Stellung ist relativ geschlossen. Der Läuferpaar ist jetzt doch nicht so viel wert. Und dachte mir, Figuren tauschen, alles wird gut. Und jetzt tauscht er sogar freiwillig mit der Dame. Das hat mich wirklich überrascht. Denn, ja. Springer, dachte ich, würde ja hier mehr Sinn machen, ne? Aber ist glaube ich nur eine Geschmackssache wahrscheinlich. Er schlägt mit der Dame und jetzt schlage ich tatsächlich auch auf D5 und jetzt habe ich ja das gleiche erreicht, nur dass er sogar noch H6 ein Tempo dabei verloren hat. Und jetzt gucken wir mal, jetzt komme ich sogar sofort zu B4, was C5 erschwert. Ja, sieht nicht schlecht aus. Und jetzt, ja, und dann mal gucken. Ne? Dame C2 auf den Punkt drauf. Türme sind verbunden. Ja, warum nicht? Er tauscht, okay. Hat die A-Linie. Okay. Dame B2. Einfach nur Turm wieder gegenstellen, alles tauschen. Ich hatte keine größeren strategischen Pläne hier in petto. Ich hatte nur gesehen, dass jetzt zum Beispiel mein Gegner nicht mit C5 operieren kann, weil eben dieser Läufer hier hängt. Ja. Die Idee ist jetzt, diese Fesselung hier auszunutzen, ja, und dann vielleicht C5, C4 zu spielen, aber es geht eben nicht, weil der B7 hängt. Das hatte ich noch gesehen. Okay, und dann spielte mein Gegner C6. Ja, dachte ich mir, dann Turm tauschen. er tauscht. Dame D6, greift den hier an. Also, wenn man so objektiv drüber guckt, denke ich, habe ich
Zumindest aus der Öffnung keine größeren Probleme, aber er hat ja auch nicht darauf angelegt, auf Öffnungsvorteil, sondern er wollte mich wahrscheinlich jetzt im Mittelspiel und kommendem Endspiel einfach überspielen. Das war wahrscheinlich seine Strategie. Aber hier habe ich einen guten Zug gefunden, bin hier sehr aktiv geworden mit meiner Dame und auf einmal hängt dieser Läufer. Und da ich ja keine Grundreihenprobleme habe wegen Läufer F1, ja, muss er sich um den B7 kümmern. Er geht zurück, tauscht die Dame, denke, ja, prima, weg damit. So. Und wieder eine Figur weniger. Denke, ja, damit bist du dem Remis ja schon wieder ein Stück näher gekommen. Wie baue ich mich jetzt auf? Immer noch dachte ich mir, klar, der König wird sich jetzt hier irgendwie annähern und dann ist C5 einer der Pläne von ihm. Also stelle ich meine Figuren so hin, dass ich da irgendwie auch gegen gerüstet bin. Jetzt will er mit dem Läufer erst umgruppieren, okay. F3 macht sofern Sinn, dass ich jetzt mit meinem König rankommen kann, vielleicht sogar mit E4 mir ein Zentrum bilden kann. Das will er verhindern, okay. Also erstmal mit dem König ran, bevor ich mich festlege. Jetzt kam der, den habe ich auch nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Er wollte wahrscheinlich F5 spielen und suchte sich ein gutes Feld für den Läufer. Jetzt dachte ich mir, ja, dann tausche ich den auch nochmal oder biete zumindest den Tausch an. Ja, wenn der Läufer jetzt hier bleibt, auf dem Brett bleibt, vielleicht kann ich den irgendwie in Bedrängnis bringen, ne? Er hat dann den hier auch noch getauscht. Ja, und jetzt sehen wir, denkt, boah, super. Jetzt bin ich ja dem Ausgleich doch schon sehr, sehr nah, ne? Er spielt F5, um E4 zu verhindern, okay. Und jetzt, ich weiß es noch, ich saß hier, denke, ja, nicht viel los, ne? Und dann habe ich per Zufall gesehen, wie mein Gegner auf einmal so machte und sich über irgendwas Sorgen machte, was ich ja gar nicht gesehen habe. Ne? Und ja, hier könnt ihr mal gucken, ob ihr eine Idee, einen Zug oder irgendwas findet. Und den Zug habe ich dann auch gespielt. Auf den bin ich bis heute noch stolz. Und seit diesem Zug, mit dem nächsten gespielten Zug, also ich fühlte mich gut und ich habe mental wirklich auf Sieg gespielt. Unglaublich. Und zwar, ich habe danach relativ schnell gespielt, also verhältnismäßig natürlich, ne? Aber ich habe hier den Zug B4, B5 gespielt und damit einen Bauern geopfert. Und wenn er den schlägt, upsa, wenn er den schlägt, kommt mein Springer hier eben nach B4, greift den an, den kann er nicht mehr decken. Dieser Mehrbauer ist ein Doppelbauer, der ist gar nicht mal so viel wert. Mein König ist ja auch sehr schnell hierbei. Und ich kann mir mit E4 natürlich hier zwei wunderbare verbundene Freibauern bilden. Und sein Mehrbauer, ja, ist dieser Doppelbauer, der ist nicht so viel wert. Dann dachte ich mir, oh, da geht vielleicht was. Und deswegen hat er jetzt hier auch mit dem König ran. Aber ich dachte mir, ja, also gut, ich kann jetzt hier nicht schlagen, dann kommt der Springer raus. Ich kann jetzt hier den spielen. Jetzt drohe ich hier. Und jetzt muss er quasi hier schlagen. Und jetzt ist er weg. Huhu, oh, jetzt habe ich hier aber am Brett gesessen. Ich denke, na, das könnte was werden. Springer D7, ja gut, dann mache ich erstmal im Zentrum. Das macht Sinn. Zwei schöne Bauern hier. Na, das kann doch was werden. König ran ist auch klar. König D6. So, und jetzt musste ich mir überlegen, und ich weiß halt bis hier, auch diesen nächsten Zug habe ich sehr, sehr schnell gespielt. Ich war mir ja total sicher. Die Engine zeigt immer noch alles im grünen Bereich für Schwarz. Also jetzt Verlustgefahr ist überschaubar. Aber ich habe einfach schnell gespielt und ich war mir so sicher. Und ich habe auch viele gute Züge gemacht. Und vielleicht hat er den Gegner auch ein bisschen mit beeinflusst oder wie auch immer. Ja? Und ich dachte mir, ich ziehe den Springer nach B4, blockiere damit seine Bauern. Und jetzt nehme ich mit dem Springer ja hier diese zwei Felder weg. Mit anderen Worten, ich werde meinen E-Bauern eben entsprechend nach vorne schieben, um Raumgewinn zu kreieren. Und nach D6, erstmal König F4, damit er nicht hier auf die Idee kommt, seinen Springer zu opfern. Und ne? Erstmal König F4. So, und jetzt E5. Alles klar, weil jetzt kann er D5 nicht verhindern. Und dann habe ich schon mal Raumvorteil
vergrößert. Meine Bauern stehen dann hier beide auf der fünften Reihe. Der König ist aktiv, seiner nicht so aktiv. Das Selbstvertrauen stieg von Zug zu Zug. Springer F8, D5. Zack, zack. So, Schach, den. So, und hier weiß ich noch, ich habe natürlich jetzt ja auch rechnen müssen und das habe ich auch gemacht. Wie komme ich jetzt weiter? Wenn ich sie mit dem Springer hier rumwandle, den hier angreife, klar, dann zieht er einfach vor. Wenn ich jetzt hier vorziehe, dann ja, wird er hier blockiert oder kann er vielleicht sogar opfern, weil der ja auch hängt. Jetzt muss man ein bisschen rechnen. Und ich habe tatsächlich E6 gespielt. Und mein Gegner opfert hier seinen Springer. Absolut. Wahrscheinlich ist dieser Bauer hier ist natürlich, der ist, boah, der ist sehr stark. Ne? Wenn ich jetzt hier nach E7 durchziehe, den, ja, jetzt müsste, ja, kann ich nicht mehr aufhalten. Ne? Deswegen hat er, ups, zack, so, bin ich in der richtigen Szene? Deswegen, was soll er machen? Er muss den schlagen. Ich schlag den und jetzt hat er den Bauern geschlagen, um eben, ja, die Bauern zu entfernen. Gucken wir mal, was passiert, wenn er den schlägt. Ich muss natürlich den hier unterstützen. Ne? So, der ist klar. Und ich komme hier aber auch relativ problemlos, dass ich das Umwandlungsfeld noch kontrolliert bekomme und den einfach durchdrücke. Ja? Und er braucht noch 1, 2, 3, 4 Züge bis hier unten und ich nur 2. Ich bin immer schneller. Deswegen, ja, das sieht gut aus. Deswegen konnte ich E6 spielen. Und er musste oder hat dann auch den genommen. Jetzt habe ich, okay, der schöne Vorteil in Anführungsstrichen ist weg. Aber ich habe ja noch den Springer. Der muss diese beiden Bauern jetzt hier irgendwie blockieren. Und ich habe dann ja, ich habe ja noch Bauern auf dem Brett. Wenn die beiden Paare hier oder die Königsflügelbauern getauscht wären, wäre es natürlich Remis, weil ich keine Bauern mehr über hätte. Aber ich habe zwei Bauern, dachte ich mir, da muss doch irgendwie reichen. Und vor allem mit Springer D4 kriege ich auch noch einen dieser Bauern. So, und den dachte ich mir, den muss ich dann hier irgendwie gegen den Bauern opfern. Ich bin so nah dran. Ich denke mir, das muss gut sein. König C6. Und dann dachte ich mir, gehst du hier hin, dann kann den nicht angreifen. Ja, den opfer ich natürlich. Also muss er jetzt erst mit dem König wieder ziehen. Und er kann mich hier aber auch nicht reinlassen, ja. Das ist ja auch Wahnsinn. Also muss er den spielen. Und dann dachte ich mir, ja, ich will die Bauern sowieso nach vorne bringen, um meinen Kandidaten schon mal nach vorne zu bringen. Machen wir das schon mal. So. Und jetzt aber noch nicht tauschen oder irgendwas festlegen. Erstmal nur die beiden Bauern vorne haben. Und jetzt mit dem König hier rüberlaufen. Und jetzt muss er sich ja auch irgendwie entscheiden. Und zwar, wenn er jetzt hier König sowas spielt, kann ich das Pendelfeld blockieren. Wenn er zurückgeht, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Dann komme ich hier direkt rein. Ne? Und wenn er hier hingeht, so, jetzt ist das Feld. Jetzt muss er hier vielleicht sowas hier spielen. Und ja, aber dann ne, ist die Gefahr, dass ich hier wieder. Oh, hier muss ich dann wirklich tatsächlich super genau und gut aufpassen, ob ich den König wirklich nach vorne spiele. Ja. Um ehrlich zu sein, hatte ich hier, also ich weiß natürlich nicht mehr, was ich damals berechnet hatte, aber ich schätze mal, dass irgendwelche Manöver mit Gabeln, er kann jetzt nicht mehr dahin und wenn er jetzt festlegt, kann ich eben den spielen und er muss zurück. Ja, dann, ne, dann komme ich halt immer weiter. Oder wenn er dahin geht, dann habe ich auch diese Gabel, dann ist der sofort weg. Naja, kurzum, nach König E4 fiel ihm auch nichts mehr ein und er hat aufgegeben. Wie gesagt, keine Ahnung, ob ich das alles unfallfrei und technisch sauber hingekriegt hätte, aber mein Gegner hat es mir geglaubt. Wahrscheinlich auch, weil ich die letzten Züge relativ schnell und zügig und selbst mit Selbstvertrauen gespielt habe. Und ja, hat er hier aufgegeben. Fand ich sehr, sehr nett. Das war mein allererster Game Skype. Und um ehrlich zu sein, auch einer der wenigen. Ja, das war, ich glaube, die fünfte oder sechste Runde, glaube ich.
ne, von dem Sommerpokal. Deswegen, da lief es ganz gut. So, bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.